Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf The Minecraft. Heute möchte ich eine kleine Tutorial-Reihe mit euch anfangen. Und zwar möchte ich euch alles über die Command-Blöcke erklären, und zwar wie man mit ihnen arbeitet. Das Ganze habe ich gegliedert in drei Bereiche. Der erste Bereich ist der Beginner-Bereich, der zweite Bereich ist der Fortgeschritten-Bereich und der dritte Bereich ist der Experten-Bereich. Jede dieser Bereiche umfasst mehrere Tutorials und hier ist das erste Tutorial im Bereich Beginner. Und ja, schon zu Beginn der Welt an sollte man sich auf Kommandoblöcke vorbereiten, indem man entweder in den Creative-Modus geht oder Cheatcodes aktiviert. Im Creative-Modus sind Cheatcodes immer aktiviert und ihr werdet diese Cheatcodes brauchen. Sonst wird es für euch unmöglich, mit Kommandoblöcken zu arbeiten. Ich benutze jetzt eine Flatland World. Super flat. Wunderbar. Und erstelle diese jetzt für uns. CB Minecraft genannt. Command-Block-Tutorial. Ja, und jetzt erstmal sollten wir ein paar Eingaben bei Windows lernen, für die, die es noch nicht wissen, zum Beispiel die Zeichen Add, eckige Klammer auf, eckige Klammer zu und Equals. Diese Zeichen werden wir gebrauchen können, doch wie macht man diese Zeichen? Ganz simpel. Das Add macht man mit Steuerung Alt und der Taste Q, die eckige Klammer auf, Steuerung Alt, Taste 8, Steuerung Alt, Taste 9 macht die eckige Klammer zu und das Equals-Zeichen, Steuerung Alt und dann auf eurer Tastatur meistens links neben dem Enter oder manchmal über dem Enter, je nachdem, oder auf jeden Fall rechts neben der Taste Ü befindet sich das Plus oder Sternchen. Und wenn ihr da drauf drückt mit Steuerung Alt, erhaltet ihr dieses wunderbare Equals-Zeichen. Wie das für einen Mac geht oder einen Linux-PC, müsst ihr nochmal selber im Internet nachgucken, aber Google ist euer Freund, Google hilft euch. Oder YouTube. So, nachdem das geklärt ist, holen wir uns einen Kommandoblock. Allerdings stoßen wir jetzt schon auf ein Problem, denn wir werden den nicht in unserem Creative-Menü erhalten. Der Command-Block gehört zum Spiel, ist allerdings nicht im Spiel vorhanden. Wenn ihr einen haben wollt, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ihr besorgt euch dieses wunderbare InVEdit-Cheat-Programm, da können wir mit Rechtsklick uns diesen Command-Block einfach holen, da ist er, oder ihr gebt im Chat ein /give, dann euren Spielernamen, in diesem Fall TheoMinecraft, und dann, ja, ich gebe es jetzt einfach mal ein, TheoMinecraft, nein, nicht gerade, Kraft, Rechtschreibung ist hier gefragt. Und dann 137, Leertaste 1, das heißt einmal 137. So, bei mir funktioniert das jetzt nicht, weil ich einen Mod installiert habe. Bei euch wird das aber funktionieren. Ich hole mir jetzt den Command-Block einfach über einen Mod. Erst noch mein Schwert, das legendäre The Minecraft-Schwert. Ja, und damit hätten wir den Kommandoblock. Hingesetzt sieht er so aus. Rechtsklick drauf, haben ein wunderschönes Inventar des Kommandoblocks. Wir sehen hier ein paar Definitionen. Add P, add R, add A. Interessiert uns aber ein Arsch. Wir bauen den auch erstmal weg, denn es geht erstmal um so einige grundlegende Informationen. Wie baue ich an den Kommandoblock etwas dran? Zum Beispiel könnten wir einen Knopf an ihn ranbauen, um ihn zu bedienen. So. So geht das nicht. Das ist auch strutzdoof, mit rechts den so dran zu bauen. Laut 1.6 noch, vielleicht wird sich das ja ändern, geht ihr in die gute alte, ich setze mich aufs Klobeuge, und dann könnt ihr einen Rechtsklick, fail, könnt ihr dann einen Rechtsklick dran machen und ihr baut einen Knopf dran. So, man powert ihn durch jegliche Mittel, die euch einfällt. Ihr könnt Strom reinlaufen lassen. Ja, was könnt ihr denn noch machen? Ihr könnt auf den Kommandoblock TNT setzen, dann Strom reinlaufen lassen. Ihr könnt den Kommandoblock, weg ist er. Ihr könnt den Kommandoblock mit dem Repeater bepowern oder davor einen Block setzen. Ihr könnt mit dem Repeater Kommandoblock, wenn ihr das Ganze noch in der Luft anbaut, mehrere Kommandoblöcke zugleich powern. Und zwar so viele gleichzeitig. Mensch, ist das krass. Ihr könnt auf die Kommandoblöcke Redstone draufbauen und so mehrere powern. Ich glaube, das ist eine richtig feine Sache. Das heißt, es gibt viele Möglichkeiten, diese Kommandoblöcke anzuschließen. So, wir fangen auch mal heute an mit einem Befehl, den wir kennenlernen. Ich mache jetzt mal einen Knopf hier hin und gebe jetzt hier ein Time, nein, Time Set 0. Das können wir auch im Chat eingeben, Time Set 0. So, bei euch würde jetzt ein Fehler kommen, bei mir nicht, denn ihr müsstet jetzt eingeben slash time. Wenn ihr einen Befehl über den Chat ausführen möchtet, dann müsst ihr eingeben slash time set und dann den Wert. So, hier ist time set 0 drin und dann machen wir hier mal time set 15.000. So, jetzt drücke ich auf diesen Knopf und wir sehen, es wird dunkel. Ich drücke auf diesen Knopf und es wird Tag. Mensch, ist das geil. So, was können wir jetzt damit anfangen? Juhu, wir haben jetzt ein Prinzip. Eine Maschine, die es dafür sorgt, dass wir den ganzen Tag Tag haben. Jetzt können wir das Ganze noch ein bisschen verfeinern, indem wir hier eine Clock vorbauen. Für die, die es nicht wissen, eine Clock ist eine Art Redstone-Schaltung, die die ganze Zeit einen Puls von sich gibt. So ist der Aufbau. So, und wie ihr seht, es gibt immer einen Puls, die schließe ich noch einen Command-Block und es wird jetzt immer Tag bleiben. Ich glaube, ich mache die Zeit sogar mal auf 1000, damit es Nachmittag ist.
So, und wie man sieht, da, 10.000, na, da, ist okay. Die Zeit wird nun die ganze Zeit verändert. Jetzt ist es nur ein bisschen nervig. Im Chat steht die ganze Zeit dieses Set Time to blablabla. Das nervt mich, also müssen wir etwas verändern in der Game Rule. Wir können nämlich eingeben slash Game Rule und können dann Regeln definieren. So, durch das Drücken von Tab können wir, Tab ist ist die Taste links neben dem Q mit dem Pfeil nach links und dem Pfeil nach rechts. Wie man sieht, können wir da, wenn wir die drücken, juhu, das heißt, wir geben ein slash Game Rule. Wir können auch hier wieder wechseln zwischen Game Rule und Game Mode. Leertaste und dann können wir Tab drücken. Und das erste, was wir erhalten, ist dieses Command Block Output. Ihr könnt das natürlich auch abtippen, viel Spaß. Command klein geschrieben, Block groß Output. Und jetzt müssen wir noch eingeben False. Falsch. So. Und ab jetzt werden die Command-Blöcke still sein und nichts mehr im Chat sagen. Wie man sieht, jetzt läuft er heimlich durch, aber der Tag wird verändert. Wie wir sehen, wenn man genau hinguckt, die Sonne springt dort hin und her. Ich mache es jetzt mal über Cheat-Programm Nacht und bumm, bumm, ist es wieder Tag. Yay, cooler Aufbau, das wird ein Field-Adventure-Map benutzt. Natürlich gibt es heutzutage auch noch andere Methoden, das zu machen, aber das wäre erstmal der grundlegende Aufbau. So, genug Wissen für heute, es geht dann weiter im nächsten Tutorial. Abonnieren und bis zum nächsten Mal. We'll be right back.